Wir sind hier in Madam im Senegal. Madam gehört zur Sahelzone, die sich hier vom Senegal bis rüber in den Tschad streckt. Und das ist eine Region, die vom Hunger betroffen ist. In der Sahelzone sterben jedes Jahr zwischen 200.000 und 300.000 Kinder an den Folgen von Mangel und Unterernährung. Und wir sind hier in einem Ernährungszentrum, wo wir Kinder sehen, die extrem von Unterernährung betroffen sind, die ohne Hilfe letztlich sterben würden. Und unsere Aufgabe als Caritas ist es, hier zu helfen, hier diese Ernährungszentren zu unterstützen, aber auch den vielen Menschen, den vielen Kindern in den Dörfern draußen zu helfen, dass sie ja, die Hungerkrise, die es jetzt gibt, überleben, aber letztlich auch nachhaltig aus der Hungerzone befreit werden. Hunger ist kein Schicksal, Hunger ist ein Skandal. Das wäre nicht notwendig, dass Menschen massenhaft an Hunger sterben. Wir wissen, die Regierungen wissen, was zu tun wäre. Die Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft, die Förderung dieser Ernährungszentren, viele Maßnahmen, um die Produktion, die Nahrungsaufnahme zu verbessern. All das wissen wir. Was wir brauchen, sind finanzielle Mittel, um das finanzieren zu können. Und genau darum bitten wir die Österreicherinnen und Österreicher, bitte helft uns bei dieser Aufgabe. Sie ist lösbar, aber alle müssen mithelfen.